Hydro fragt Pete's Meat: Welches eine Gericht würdet ihr euer Leben lang essen, wenn ihr müsstet? Mettbrötchen. Oder Lasagne. Oder? Nee, es müsste eigentlich irgendwas sein, was vielfältig ist, was man mit total vielen unterschiedlichen Sachen machen kann. Kann ich einfach sagen, Nudeln? Weil Nudeln kann man mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen machen. Oder muss es wirklich eine Sache sein? Weil das ist echt hart. Dann Mettbrötchen. Ehrlicherweise würde ich sagen, wenn ich noch ein Gericht essen dürfte, dass es wahrscheinlich Sauerkraut, Kartoffelstampf mit Kassler und einer richtig geilen Soße aus dem Kassler-Sud wäre. Das ist schon ziemlich geil und generell ein Essen ist langweilig, aber das wäre zumindest ein gutes Essen. Und das gemacht von Mann. Ein Gericht, was ich mein Leben lang essen müsste, muss ja wohl überlegt sein. Es darf ja auch nicht zu fettig sein, also Mäcki mein Leben lang oder richtig geiles Gyros kann ich ja auch nicht machen. Da sehe ich ja irgendwann aus wie The Bombe und ist auch, glaube ich, nicht so gut für meine Gesundheit. Ganz gut nachgedacht habe ich über einen leckeren Caesar Salad, einen Salat reich an Vitaminen, anderen tollen Stoffen, die da drin sind, die man so braucht, und Hähnchen. Damit könnte ich mich zumindest mein Leben lang durchschlagen. Das wäre doch was. Gehe ich jetzt vom Geschmack aus oder wahrscheinlich irgendein Gericht, was nahrhaft ist, anstatt das, was schmeckt, weil, also selbst wenn ich jetzt sage, dass mein absolutes Lieblingsgericht, wobei ich nicht ein Lieblingsgericht habe, aber keine Ahnung, sagen wir mal Rosmarinkartoffeln mit einer leckeren Soße, Bratwurst und Möhren, ja, oder Kartoffelpüree oder so, finde ich sehr lecker, aber wenn ich das jeden Tag essen müsste, würde mir das doch irgendwann auch zum Hals raushängen, von daher würde ich wahrscheinlich irgendwas Nahrhaftes nehmen. Wobei mir natürlich gerade nicht einfällt, was das ist. Keine Ahnung. Brokkoli mit Reis, Soja, Soße und alle Jubeljahre mal so ein mageres Stück Fleisch. Oh, boah, Alter. Ein Gericht die ganze Zeit essen, Leben lang. Also was ich halt super gerne esse, ist Kartoffeln zusammenschneiden, bisschen Salz, Pfeffer ran, Rosmarin dran, im Backofen für eine Stunde und nach einer halben Stunde dann nochmal Paprika zugeben, auch Salz, Pfeffer dran. Und also so Ofenkartoffel, Schnippelchen mit Paprika und dann irgendeinem Stück Fleisch dabei. Das könnte ich mir halt noch vorstellen. Und dann einen geilen Quark noch dabei und Ketchup, das ist geil. Ich würde als Fleisch, gut, man muss dann dasselbe nehmen, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich irgendwie einen Rumpsteak nehmen. Wird natürlich irgendwann einem übelst zum Hals raushängen, aber ja, es war ja die Frage. Ich nehme das.